So, wunderbar. Wie wir sehen, sind wir bei der zumindest offiziell letzten Tafel. Inoffiziell allerdings nicht. Ich mache gleich nochmal einen Nachtrag zu diesem tollen sechsstufigen Bla-Flexionsprinzip. Weitere Besonderheiten, okay, ich gebe es zu, es ist so eine Reste-Schublade, wo ich jetzt nochmal alles an wichtigen Sachen reingepackt habe, die noch irgendwie erwähnenswert sind. Das Ganze ist jetzt erstmal grob dreigeteilt. Und zwar, was sind Besonderheiten im klassischen Japanisch? Wir haben zum einen die Schrift. Da müssen wir bei den Kanji zum Beispiel aufpassen. Die sind nämlich nicht so normiert, wie wir das heute haben. Beispielsweise ist es so, ich habe hier mal das Zeichen Aki, Herbst, als Beispiel genommen. Normalerweise schreibt man hier links Getreide und rechts Feuer. Wenn man handschriftliche Varianten von vormodernen Texten hat, kann es allerdings auch mal passieren, dass solche Zeichenbestandteile einfach vertauscht werden und man dann links das Feuer hat und rechts das Getreide. Passiert relativ selten, kommt aber vor. Was allerdings sehr häufig vorkommt, auch in Druckversionen, ist, dass gleiche Worte mit unterschiedlichen Schriftzeichen ausgedrückt werden. Ganz häufig ist es bei Reden, Sprechen, Sagen, Yu, der Fall. Im modernen Japanisch wird dieses Schriftzeichen benutzt, im vormodernen Japanisch auch. Allerdings, die Kanji kommen ja aus China, bla bla, lange Geschichte. Und in China gibt es zwei Schriftzeichen, mindestens zwei Schriftzeichen, um Reden oder Sprechen auszudrücken. Ich lese es jetzt einfach mal chinesisch. Yan und Yue. Und Yan ist für direkte Rede im klassischen Chinesisch und Yue. Nein, andersrum. Yan ist für indirekte Rede und Yue ist für direkte Rede. Die Japaner haben beides übernommen und für Yue mal das eine und mal das andere Zeichen benutzt. Es gibt allerdings noch eine ganze Menge andere Zeichen, die sehr nah sinnverwandt sind. Und dann, um dasselbe japanische Wort auszudrücken, verwendet wurden. Teilweise sogar im selben Text, dass man da gleiche Worte hat, die mit unterschiedlichen Schriftzeichen beschrieben sind. Weiterhin wichtig sind die Kana. Und zwar war es damals so, dass das Kana-Inventar größer war, und zwar um zwei Zeichen. Einmal hier in Hiragana und einmal in Katakana, nämlich dieselben Ui oder I und dieselbe Ue oder E. Die gab es damals noch zusätzlich. Was auch sehr wichtig ist, was auch gerade wenn man im Wörterbuch nachschlagen muss, ein wichtiges Thema ist, ist der Punkt Rekishiteki Kanazukai, historische Kana-Verwendung oder Benutzung oder historische Kana-Schreibweisen. Und zwar ist es so, ich habe es mal mit Buchstaben ausgedrückt, dass Dinge, wenn man sie heutzutage liest, anders gelesen werden, als sie gesprochen werden. Man hat das irgendwie rekonstruiert, bla, tröd und so weiter. Zum Beispiel, wenn A und U aufeinandertreffen, wird daraus ein langes O. Das gilt natürlich auch für die Silben, die A, wo A und F aufeinander stoßen. Zum Beispiel treffen, au, kann man auch afu schreiben und es wird dann nicht au, sondern o gelesen. Weiteres Beispiel ist zum Beispiel e und u. Hat man zum Beispiel, wenn man heute sagt, kyo, wird im vormodernen Japanischen häufig kefu gelesen, geschrieben und dann halt aber trotzdem entsprechend kyo gesprochen. Und es gibt da noch den einen oder anderen Fall, aber das können wir dann konkret nachgucken, wenn wir uns eine Übersetzung machen. Zweiter großer Punkt ist das Vokabular allgemein. Da ist halt einmal die Besonderheit, die ich oben schon genannt habe, dass gleiche Wörter mit unterschiedlichen Schriftzeichen geschrieben werden können. Das ist ja auch ein bisschen, betrifft es den Bereich Vokabular. Zum anderen ist es so, weil wir ja im vormodernen Japanischen sind, das Vokabular ist teilweise einfach anders als im modernen Japanischen. Zum allergrößten Teil ist es anders. Also es gibt manche Sachen, die recht konstant sind. Zum Beispiel Ki heißt heutzutage Baum oder Holz. Es hieß auch damals schon Baum oder Holz.
Es gibt aber auch genügend andere Wörter, die ihre Bedeutung verändert oder verschoben haben. Es ist zum Beispiel derselbe Fall, wenn man den Unterschied zwischen klassischem Chinesisch und modernem Chinesisch sieht, da können Schriftzeichen unterschiedliche Bedeutungen haben. Und zwar liegt es daran, dass ein Schriftzeichen mit mehreren Bedeutungen belegt war im vormodernen Chinesischen. Und eine Bedeutung war halt die Vorzugsbedeutung. Allerdings hat eine andere der Bedeutungen im Laufe der Zeit den Platz dieser Vorzugsbedeutung für dieses Zeichen eingenommen. Und im Japanischen ist es recht ähnlich, dass da Zeichen sind, die früher vielleicht zwei Sachen hießen und heute nur noch eine Sache heißen. Der dritte größere Punkt ist die Grammatik. Da wäre halt zum einen zu erwähnen, dass die Grammatik deutlich komplexer ist als im modernen Japanischen. Das ist uns ja eben schon aufgefallen, als ich von den Verbalsuffixen und so weiter gesprochen habe. Und ganz einfach gesagt, ich habe hier jetzt das Ganze erstmal nur zweigeteilt. Also es gibt erstens mal mehr Partikel als im modernen Japanischen. Und es gibt Verbalsuffixe bzw. mehr Verbalsuffixe als im modernen Japanischen. Was es auch gibt, das ist ein bisschen schwierig, sind sozusagen Hilfsverben, um verschiedene Dinge auszudrücken. Meistens sind die im Keigo-Bereich anzusiedeln. Dann haben wir das sechsstufige Flexionssystem. Im modernen Japanisch haben wir ein anderes Flexionssystem, je nachdem, wie man das sieht oder wie das kategorisiert ist. Im Vormodernen haben wir auf jeden Fall das sechsstufige. Und was wir noch als wichtigen Punkt haben, was auch irgendwo in dieser Müllrestschublade an Besonderheiten rumschwebt, ist das Kakarimusubi-Prinzip. Das werden wir auch kennenlernen, das ist nichts Dramatisches. Kakarimusubi bedeutet eigentlich nur, dass wir bestimmte Sätze haben und theoretisch ist es so, dass dieser Satz auf ein Verb oder ein Verbalsuffix in der Shushike enden muss. Manchmal stehen natürlich hinten auch noch Partikel, aber wenn wir vom Normalfall ausgehen, dass da ein Verb ist, das eventuell ein Verbalsuffix hat, dann hat das am Ende oder steht es am Ende in der Shushike, weil das die Satzschlussform ist. Kakarimusubi ist jetzt nichts anderes als, dass vorne im Satz irgendwo eine Partikel steht, die auch eine bestimmte Bedeutung hat und die sorgt dann dafür, dass das Satzende nicht in der Shushike steht, sondern in einer anderen Form. Das macht großartig sonst nichts. Wir müssen halt nur die Bedeutung von dieser Partikel, die vorne steht, mit übersetzen. Hinten sieht es einfach nur anders aus und hat uns für die Übersetzung nicht weiter zu interessieren. Das gibt es im modernen Japanischen halt nicht mehr, aber im vormodernen Japanischen gab es das. Das ist dann später im Laufe des Spätmittelalters und in der Edo-Zeit aufgeweicht, aber in der Nara-Zeit, in der klassischen Periode und auf jeden Fall auch noch im Mittelalter größtenteils haben wir auf jeden Fall dieses Kakarimusubi-Prinzip noch.